Moin, moin, heiße ich alle und willkommen zum dritten Türchen. Ja, heute spielen wir ein neues Spiel und zwar ist es von diesen Herstellern und es ist. Ist noch nicht so ganz klar, was es ist. Jetzt kommt's langsam. Earthbound! Ja! So sieht's aus! The War Against. These guys. Ja, ich glaube, das war sogar das erste Earthbound, was es gab. Und dann schauen wir mal. Genau, aus 1994, 95. Ich persönlich habe es nicht besessen, das Spiel. Aber einige meiner Freunde. So, man hat ja immer gerne zugeguckt, ne? Ihr kennt das ja. Ihr kennt das ja von eurer Kindheit, wenn ein Nachbar oder Kumpel oder wie auch immer eine Konsole hatte und ihr selber sie nicht hattet, ne? Konntet ihr zugucken bzw. mitspielen? Gucken wir mal. So, wir spielen Slow. Und wir spielen Serio. Und welchem spielen wir denn? Ich denke mal mit Peanut, ne? Ja, komm, mit dem Peanut. So, den Typen da oben kennt ihr. Der Typ hieß Ness und er heißt Ness und er bleibt auch Ness. Und ihr Name ist. Wie heißt sie nochmal? Das weiß ich gar nicht. Wir nennen sie jetzt. Don't care? Wir können sie auch Don't care nennen, aber hey, komm. Wir nennen sie. Aber wie hießen die alle? Keine Ahnung. Jeff! Ja, okay, ich nenne Jeff. So, other friend. Ich weiß nicht. Es kann auch sein, dass. Okay. Hatch. King. Joa, passt schon. Also so viel Vordings wusste ich gar nicht, dass das so viel kommt. Vorher, Steak, ja. Favorite thing, rocking, ja klar, das schon. Nope. So. Ja. Ich will nämlich den Namen von genau, der da nochmal ändern. Paula heißt sie, okay. So, jetzt will ich auch mal gucken, ob Don't Care ein anderer Name ist. Nein, das sind die Standardnamen. Ja, okay, das ist dann. Dann ist ja einfach. Wenn wir ein Let's Play dazu machen würden, würden wir absolut überall die Don't Care-Variante nehmen. Das heißt also. Ausgenommen natürlich, ihr habt andere Ideen. Also wenn ihr sagt so von wegen, hey, komm, das machst du. Und du willst das und kannst das und machst das, dann machen wir auch die Don't Care-Variante. Ausgenommen natürlich, ihr sagt so von wegen, ja, mach mal, nenn dem Immon, keine Ahnung. So, ich weiß gar nicht, wie weit man machen könnte. The year is 99, 4? 99, 94, wahrscheinlich. Eine idyllische Stadt, es ist nichts los, alles ist super. Ne? The small town in Edelland. Aber natürlich, also ein Spiel, weißt du, da passiert nichts. Das geht nicht. Das kannst du niemandem erzählen. Ein Spiel, wo nichts passiert, das ist nichts. Ja, Ness auch noch groß geschrieben. Hätten wir auch theoretisch eben ändern können. Das doofe Problem eben war, dass früher die Spiele alle nicht übersetzt worden sind. Aber wenn was irgendwas abgestürzt, ist nicht gut. Und ja, wir können uns hier frei bewegen. Aus dem Fenster gucken können wir. Können wir. Nicht. Okay. So. Ja, genau. HP, PP. Ja, talking to. Ja, to. Ich weiß es nicht. Aber anscheinend geht das nicht. Okay. Licht an. Gehen wir mal rein. Fragen wir mal, ist was? Talk to. Hey, Bro. Hey, Bro.
Hast du das draußen gehört? Ja, klingt komisch. Hast du recht, hast du recht. Hast du recht, gucken wir mal. Wir sind schließlich der Held. Was draußen los ist, alles. Und die macht immer noch Heier, ne? Ja, die Hunde schlafen, die merken sowas nicht. Naja, okay. Okay, wir können hier zum Beispiel Sachen. Goods. Card, use. Also, es ist. Ja, man muss sich erstmal in dieses Spiel reinfuchsen, sagen wir es so. Wer das Spiel nicht kennt, da muss sich erstmal reinfuchsen. So, Polizei, was habt ihr? Was wollt ihr? Straße geschlossen. Wegen. Irgendwas. Gut, dann gehen wir halt die andere Richtung, ne? Okay, wir mal gucken. So. Hallo, guten Tag. Ich bin hier nur im Schlafanzug. Keine Sorge. Oben ist ein Geschenk. Dann gehen wir nämlich zum Geschenk. Ich glaube, das ist auch unser erstes Teil, was wir holen müssen. Check, genau. Present. Open a present. Rise inside. Take this. It. Was haben wir denn? Ich habe jetzt nicht gesehen, was wir gekriegt haben. Nehmen wir mal einfach mal mit. Hättest du zu erzählen? Meteorit ist runtergefallen und das ist der Grund. Okay. Ja, dafür will ein bisschen quatschen. Aha. Na dann. So, dann gehen wir mal zum Meteoriten, wenn wir dürfen. Glaube aber ja nicht. Ja, erzählst mir immer das Gleiche. Ne? Ja. Wie kommen wir denn da hoch? Gibt es noch einen anderen Weg? Earthbound, wie erzählt, selber nie gespielt. Nur früher zugeguckt, aber da habe ich auch viel später erst reingeschaut. Also. Und das ist auch schon wieder ewig her, ne? Schon ewig her. Also wenn ich mir, wenn ihr sagen würdet, so von wegen, hey, das Spiel, das ist eigentlich ein ganz geniales Spiel, das müsstest du einfach wirklich mal spielen. Ja, dann könnt ihr euch natürlich dafür entscheiden, für einen Daumen hoch. Und sagt so von wegen, ja, das solltest du spielen. Nein, mit dir. Ja, Meteorit gelandet. Ja, mach das mal. Haben wir überhaupt hier lang? Schleichweg und so? Nee. Wir müssen dir wahrscheinlich irgendwas zeigen. Aber leider weiß ich nicht was. Wahrscheinlich müssen wir wirklich hier. Status, alles in Grün. Da oben ist zumindest ein Meteorit gelandet. Aber ich glaube, wir müssen da wirklich hin. So, die Frage lautet aber jetzt dann nur noch, was wir damit machen müssen. Na, das ist immer nämlich das Problem, wenn du als deutsches Kind da dann irgendwie sowas gespielt hast und eigentlich das alles hier auf Englisch ist. Dass du dann entweder so einige Sachen nachschlagen musstest oder fragen musstest, was heißt das? No problems hier. Auch hier keins. Talk. Okay. Ja. Hey, Ness.
Cops, oops. You can go home now. Tomorrow I'm broken. Okay. Ich glaube, wir sollen wirklich jetzt wieder zurück. Ich glaube, das war auch das Einzige, was wir machen müssen. Ich glaube, den nur sagen, den Hallo sagen. Weil da oben hin, weiß ich nicht. Geld bringt doch nichts. Waffen haben wir ja auch noch keine. Okay. Das war jetzt das Falsche. Ich glaube, das ist bestimmt irgendein Item, was wir bestimmt später brauchen. Und ihr sagt so... Aber das passiert eben, wenn man eigentlich die Spiele nicht wirklich kennt. Na, Blinding. So, also vielleicht müssen wir wirklich zurück und alles ist gut, alles ist toll. Oder wir müssen nach hoch. So, ich gehe nochmal zurück, wenn das da zurück auch nicht das Wahre sein sollte. Dann weiß ich vorerst auch nicht weiter. Müsste dann selber erstmal gucken und erstmal nachforschen, was jetzt als allererstes zu tun ist. Ah, da steht jemand anders. Oh, hallo. Willkommen zu Hause. Es ist spät. Ja, komm. Wir gehen einfach mal. Später in der Nacht. Also ist doch richtig. Gar nicht irgendwie irgendwas machen müssen. Das ist schon richtig. So. Nein, ihr braucht keine Angst haben. Das ist nicht bei euch, das ist im Spiel. So. Irgendwas klopft da. Ich habe keine Ahnung, was. Ja, sogar mit Rhythmus klopfen. Guten Tag. Was? Ja, was er zu erzählen hat. Wo der Meteorit eingeschlagen ist. Ungewöhnlich. Aha. Ja, ist natürlich auch dann die Sache, ob ich das dann alles übersetzen sollte, was hier steht. Wenn ja... okay! Ich glaube, das wäre so die... wäre glaube ich, eine schöne Schwierigkeit für mich. Nicht, weil ich nicht alles verstehe, sondern eher im Sinne von... erst überlegen muss, was das alles heißt, und dann erklären muss, und wenn ich dann daneben liege... ja gut. ja! So, genau, wir suchen ihn. Wir helfen dir mal, den zu suchen. Und wenn wir diese Suchaktion da angefangen haben... Okay, Mom sollen wir Tschüss sagen, das machen wir, wo immer Mom ist. Oder war Mom eben da? Ah, das ist ein Geschenk. Geschenk. Nein, check. Und da ist Cracker. Nee, ich dachte vorhin echt, dass wir das den Polizisten geben müssen. So, mal Bescheid sagen. Talk to. Ja. Aber denke. So, jetzt haben wir einen Anzug und jetzt können wir loslegen. Machen wir das noch? Das ist eigentlich ein letzter Test, ne? Komm, wir gucken einfach mal. Ich möchte jetzt doch noch wissen, was das jetzt ist. Und wenn wir das wissen und erfahren haben, dass wir haben uns jetzt angezogen.
So, wir können mit ihm los. Abattoir für deine Fahrt. Okay. Ja. Okay, ich soll vorausgehen und er sichert halt dann. Yes. Gut. Er folgt mir jetzt. Telefon! So, er antwortet. Das ist der Dad. Ich bin raus, das übliche alle arbeiten. Das übliche. Ja, don't forget. Okay. Ja, das ist dieser RTM-Karte, das kann man vergleichen mit einer Kreditkarte. Good luck, boy, und ab dafür. Ja, das ist übel hier. Gut. Können wir jetzt endlich gehen? Hund ist im Weg. Mann! So, gehen wir zum Meteoriten. Was auch immer da jetzt auf uns wartet. Aber da die Polizei weg ist. Jetzt sind wir in einen Kampf verwickelt. Okay. Was machen wir denn? Machen wir Autofight? Wir machen Autofight. Ich möchte mal wissen, was Autofight in der Hinsicht ist. Ah, 4 Schaden haben wir bekommen. Die Schlange einen. Das ist nicht gut. Die greift uns doch mehr an als erwartet. Okay. Ich glaube, die Schlangen sind grundsätzlich nicht starke Gegner. So. Ja, unser Mitbegleiter, der ist ehrlich gesagt momentan nicht gut drauf. Der kann momentan eigentlich nichts. So. Ja, 4 Schaden. So, wir ziehen wieder einen ab. Weiß gar nicht, also eigentlich dürfte die Schlange nicht mehr so viel aushalten. Oh. Blaue, dann sollen wir wirklich überlegen, die Schlange nicht zwingend anzugreifen. Ich glaube, das war keine gute Idee. Spielt den Tod. Toten. Ja. Haben wir verloren. Okay, Auto ist noch nicht so das Richtige. Start Adventure, begin your last saved. Jo, und das ist okay. Gut, dann war's das für erstmal. Das war dann angeblich ein schlechter Traum, den wir hatten. Und dann verabschiede ich mich meinerseits. Das war das nächste Türchen, nämlich Türchen Nummer 3. Ein bisschen länger als die anderen beiden. Aber das Spiel wird mir persönlich nicht so zusagen. Aber müsst ihr wissen. Müsst ihr wissen, viel Gequatsche und ich habe mich noch nicht so reingefuchst. Vielleicht ist es wirklich ein richtig geniales Spiel, aber mal schauen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Zum nächsten Türchen. Bis zum nächsten. Und tschüss.